Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie zu unserer letzten Sendung in der Reihe Philosophiercafé, wieder aus Bad Zwischenahn und dem Hause Brandstätter. Wir haben von der ersten Sendung an versucht, der Frage, was ist ein gutes, ein gelingendes Leben, Raum zu geben, indem wir über diese Fragen nachgedacht haben, vermeintliche Erkenntnisse hinterfragt haben, uns in Diskurse verwickelt haben, die zum Beispiel zu solch überraschenden Fragestellungen führten, wie gibt es so etwas wie ein Recht auf Faulheit oder auch was könnte ökologische Lebenskunst bedeuten. Die Bedeutung dieser Frage, was ist ein gutes, was ist ein gelingendes Leben, ist uns nicht erst im Rahmen dieser Sendereihe bewusst geworden, sondern sie resultiert aus Erfahrungen, die wir im täglichen Leben sammeln und die in der Feststellung gipfeln, dass es einen gesellschaftlichen Diskurs über diese Frage seit langem nicht mehr gibt, sondern dass er bestenfalls in irgendwelchen Nischen und Ecken dieser Gesellschaft stattfindet. Wenn wir uns allerdings diese Fragestellung nicht regelmäßig vorlegen und durch eigenes Nachdenken zu Entscheidungen kommen, was ja ein Wesensgehalt des Philosophierens ist, dann werden andere diese Entscheidungen für uns treffen. Und das wurde vor kurzem noch einmal deutlich in einer Umfrage eines bekannten deutschen Instituts, wo es um Zukunftsfragen ging, wo man sich darauf beschränkt hat, sogenannte Top-Entscheider zu interviewen. Und wenn es Top-Entscheider gibt, zu denen wir hier in dieser Runde, wir werden uns da gleich vorstellen und dann werden die Zuschauerinnen und Zuschauer das merken, wenn es also Top-Entscheider gibt, dann muss es ja auch darunter Menschen geben, die vielleicht auch etwas zu entscheiden haben, aber eben nicht in einer Weise, dass es viele oder alle betrifft. Also die Runde der Nicht-Top-Entscheider wird sich jetzt kurz vorstellen, in der bekannten Manier, Name und bei den anwesenden Schülerinnen und Schülern Klassenstufe, was die anderen Teilnehmenden in dieser Runde von sich preisgeben möchten, bleibt Ihnen selbst überlassen und wir fangen mit dir an. Hallo, mein Name ist Sebastian Schröter. Ich gehe in die 7. Klasse am GZE. Ich bin Marc Rode, Student in Oldenburg der Physik und der Philosophie. Ich bin Piet und gehe in die 9. Klasse. Ich bin Leon und gehe auch in die 9. Klasse. Ich heiße Bernd Rautenberg, bin Rentner und war bis zum Eintritt in meine Rente Psychologe in einem Reha-Zentrum. Ich bin Harun und gehe in die 7. Klasse. Und ich bin Hans-Joachim Müller, Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg und Geschäftsführer der Netzwerkakademie Nordwest Kinder philosophieren mit Sitz in Bad Zwischenahn. Wie schon angemerkt, haben wir in der letzten Sitzung uns sehr ausgiebig über das Thema Lebenskunst versucht zu verständigen, sind dabei noch auf ein Attribut gestoßen oder gestoßen worden, das ökologisch lautete, also ökologische Lebenskunst, und am Ende zu einer Fragestellung geführt worden, die sicherlich, wenn wir über ein gutes, ein gelingendes Leben philosophieren wollen, an den Anfang oder in den Mittelpunkt gehörte, nämlich die Frage nach dem Lebenssinn und dem, was den Sinn eines Lebens eigentlich ausmachen könnte. Und bevor wir das vertiefen und in Einzelheiten gehen, vielleicht ein Gedanken, der mit dazu beitragen kann, die Diskussion darüber anzustoßen. Bei vielen Menschen wird ja Lebenssinn mit einem anderen Begriff verbunden, assoziiert, nämlich Glück. Und ich will mal ein kleines Zitat vorlesen von einem berühmten Philosophen, der unter anderem geschrieben hat: Jeder Mensch strebt danach, glücklich zu sein. Das Glück des Einzelnen ist untrennbar von dem Glück aller. Zitat Ende. Der Philosoph heißt Karl Marx. Und die Frage wäre also, ist das so?
aus eurer Erfahrung, dass alle Menschen nach Glück streben? Das wäre die erste Runde. Und die zweite Runde ist das individuelle Glück, also unser Glück, abhängig von oder vom Glück aller. Und die dritte Runde, der wir uns dann natürlich ausstellen müssen, ist die Frage, wie stehen Lebenssinn und Glück miteinander in Beziehung? Und wenn wir dann immer noch nicht erschöpft sind, dann können wir uns auch noch mit der Frage befassen, obwohl sie nicht in den Mittelpunkt geraten sollte, was man eigentlich unter Glück verstehen könnte. Aber das wird sicherlich schon in der ersten Runde mit in euren Gedanken Ausdruck finden. Also beginnen wir mit der ersten Runde. Ist es so, dass alle Menschen nach Glück streben und wie könnte das aussehen? Wer will den Einstieg riskieren? Obwohl das Risiko hier in dieser Runde eigentlich verhältnismäßig gering ist. Piet fängt an. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass alle Menschen nach Glück streben. Denn wenn man ein Leben ohne Glück führt, dann würde ich persönlich jetzt sagen, dann macht das Leben nicht wirklich viel Sinn. Denn wenn man nicht glücklich ist bei dem, was man tut, dann sollte man es auch nicht tun und dann sollte man es lieber lassen. Es darf weitergehen, Sebastian. Also ich denke auch, dass jeder Mensch nach Glück strebt, weil sozusagen jeder Mensch tut ja eigentlich das, was er gerne tut. Und ich würde ja jetzt nicht zum Beispiel in eine Tanzschule gehen, wenn mir das gar keinen Spaß macht oder so. Und sozusagen ich möchte eher das machen, wovon ich denke, dass es mir Glück bringt, was mir liegt, was mir Spaß macht, worin ich mich gerne in diesem Bereich bewegen würde, um eben Glück zu haben. Wie sieht's mit den anderen Teilnehmern, Teilnehmerinnen haben wir ja heute nicht in der Runde aus. Harun, wie siehst du das? Also ich würde sagen, auch jeder Mensch strebt nach Glück, halt Erfolg im Leben zu haben, weil ein Leben ohne Erfolg ist halt für einen Menschen, kann das ziemlich anstrengend sein, zum Beispiel einen Beruf zu haben, den Beruf zu machen, den er liebt. Also er hat Glück gehabt, dass er diesen Beruf machen kann, weil es gibt ja Leute, die halt bestimmte Berufe nicht machen können, wegen irgendwelchen Einträchtigungen oder irgendwelchen Sachen. Und dann fühlen sie sich halt nicht wohl, aber versuchen trotzdem, es zu schaffen. Also sie streben nach Glück. Ja. Also ich sehe das auch so, dass alle Menschen es eher so nach Glück streben, beziehungsweise danach, dass ihnen etwas Schönes oder Fröhliches passiert. Aber ich sag mal so, wenn mir jetzt irgendwas Unglückliches passiert, finde ich das auch nicht schlimm, weil ich finde, es sollte immer so ein Gleichgewicht zwischen etwas Nicht-Gutem und etwas Gutem geben. Ja, ich würde das auch so sehen, dass man danach oder dass alle danach streben, in gewissem Umfang glücklich zu sein, wobei das unterschiedlich sein kann, was das für jeden bedeutet. Also das Streben nach Glück kann sehr unterschiedlich aussehen. Ja, mir kam halt sofort Bedürfnisbefriedigung halt auch in den Sinn. Also wenn ich halt Hunger habe, dann möchte ich das gerne befriedigt haben. Und danach ist die Frage, ob man das dann halt schon Zustand, Glückszustand nennen kann. Aber darum geht es halt erstmal hauptsächlich. Und dann kommen weitere Bedürfnisse für den Menschen, die er halt irgendwie versucht zu erfüllen. Wie Harun schon gesagt hatte, streben nach gewissen Berufen oder nach gewissen Tätigkeiten. Ja, und dann, wenn er das erreicht hat, dann ist ein Mensch glücklich. Die erste Runde widerspiegelt ja doch ziemliche Übereinstimmung, wenn es auch durchaus schon erste Anzeichen für unterschiedliche Glücksvorstellungen oder Glücksmöglichkeiten gibt. Ich bin gespannt, wie es in der zweiten Runde aussieht. Ich mache das einfach mal an der etwas schlichten Frage fest. Ist es wirklich so, dass das Glücksstreben der Einzelnen auch immer in Verbindung zu sehen ist mit dem Glücksstreben aller? Oder mit anderen Worten gefragt, kann ich glücklich sein, wenn um mich herum das Unglück herrscht oder wütet?
Na, dann dürfen jetzt mal die älteren Herrschaften in der Runde beginnen. Wer möchte? Ja, okay. Also die Vorstellung ist halt schwierig, wenn das Unglück um mich herum herrscht. Also wenn ich, fängt ja schon mit Krankheit oder Stimmungsschwankungen an, wenn ich halt mal nicht so gut drauf bin und nicht genau weiß, wie ich wie ich zum Glück komme, dann gestaltet sich das schon als schwierig bis hin zu, wenn halt Krieg um mich herum herrscht, dann denke ich, ist das halt keine gute Situation, dass der Mensch glücklich sein kann, weder als Einzelner noch in der Gesellschaft. So ein bisschen die Frage nach dem richtigen Leben im falschen Umfeld, ne? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn es wirklich um einen herum Elend und Chaos gibt und man versucht, dem zum Beispiel entgegenzuwirken durch irgendwelche sinnvollen Tätigkeiten, dass man dann auch relativ zufrieden damit sein kann, wenn man in irgendeiner Weise damit erfolgreich ist. Leon? Also mein Glück würde auch vom Glück von allen abhängen, weil ich könnte jetzt nicht leben, also zumindest nicht glücklich in so einem, in irgendeinem Land oder Gebiet, wo nicht alle Menschen auch das Recht darauf haben, irgendwie auch glücklich und frei und ohne Sorgen leben zu können, wo zum Beispiel irgendwie Minderheiten ausgegrenzt werden oder Lesben und Schwule, und da würde ich dann auch nicht glücklich sein. Wie ist es bei dir, Piet? Also ich sehe das ähnlich wie Leon, allerdings würde ich sagen, wie auch schon gesagt, dass man halt in der Situation das Beste halt daraus machen sollte. Und man sollte sich halt dann kleinere Ziele setzen, und wenn man die halt erreicht hat, dann ist man dann in dem Fall dann auch glücklich, würde ich sagen. Nur eine Verständnisfrage, das würde also auch bei dir bedeuten, dem Unglück anderer durch deine Aktivitäten versuchen abzuhelfen oder es zumindest zu mindern. Und dadurch selbst so etwas wie einen Glückszustand zu empfinden. Genau. Harun, du hast das vorläufig letzte Wort. Das ist jetzt eine etwas schwierig definierte Frage. Was kann man gut dazu sagen? Ich würde es auch so sehen, wie halt Leon und Pete das gesehen haben. Also zum Beispiel, dass du das Umfeld verändern kannst. Zum Beispiel, dass du jetzt kleine Aktivitäten anfängst. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt in einem Gebiet bist, wo es zum Beispiel jetzt nicht so viel gibt, was man machen kann, und jemandem wirklich immer langweilig ist oder du wirklich vielleicht sogar arbeiten musst, weil du nicht genug verdienst. Aber dann versuchst du immer eine Pause zu machen, wie zum Beispiel du gehst in einen Tanzkurs oder was weiß ich. Kannst du dich auch halt zufriedenstellen, also glücklich machen? Da würde sich ja vielleicht noch ein Gedanke, möchtest du da noch einbringen? Das vielleicht noch mal so ein bisschen aufzufächern. Also ich überlege gerade, ob es nicht auch Menschen durchaus gibt, die vom Unglück anderer profitieren und dadurch auch zufrieden oder glücklich sein können. Also zum Beispiel der Manager, der jetzt durch Entlassung anderer die Profite des Unternehmens steigert etwa. Der ist ja damit nicht vielleicht dann auch ganz glücklich. Oder das Thema wurde ja vorhin angesprochen, derjenige, der einen Krieg führt und sozusagen das Unglück anderer verursacht, aber sich selbst als durchaus glücklich empfinden kann. Sebastian, was sind deine Gedanken? Also ich denke, man kann auch, wenn im Umfeld Unglück herrscht, kann man trotzdem glücklich sein. Also ich sehe es auch, wenn man zum Beispiel Krieg ist und man tut was dagegen, und dann kann man trotzdem glücklich sein mit dem, was man erreicht hat. Oder wenn ich zum Beispiel wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Krieg nützt bestimmten Leuten was, zum Beispiel den Waffenfabrikanten. Wer macht am meisten Geld mit dem Krieg? Die Waffenfabrikanten. Niemand anders nimmt sonst Profit. Und dieser Waffenfabrikant sozusagen nutzt ja sozusagen das Elend und das Unglück, also den Krieg, den die anderen ja führen, nutzt er aus, um Geld zu machen. Und damit glücklich zu sein, zum Teil zumindest. Also wir sehen schon so Ansätze einer gewissen Dialektik des Themas glücklich sein. Und vielleicht gelingt es uns jetzt, auch gerade auf dem Hintergrund deines Beitrages, noch einmal die Verknüpfung, die ist ja zu Anfang schon thematisiert worden, ganz kurz,
zum Begriff des Lebenssinns, des sinnvollen Lebens herzustellen. So Lebenssinn klingt ja immer wie ein Werbespruch oder wie eine Parole oder sonst irgendetwas. Aber wir wollen ja nicht ganz ausschließen, dass man auch bei diesem Begriff in die Tiefe gehen kann. Also die erste Frage wäre natürlich, was haben wir für Gedanken, was haben wir für ein Vorstellungsleben von diesem Begriff Lebenssinn, was geht uns da durch den Kopf, wenn das auf uns zukommt? Und die zweite Frage wäre eben, inwieweit ist Lebenssinn mit dem Zustand oder dem Ziel des Glücks, des Glücklichseins verknüpft? Das wären so zwei Fragestellungen, wo man sich aussuchen kann, mit welcher man gerne beginnen möchte. Wer könnte sich denn schon einen ersten Gedanken zu dieser Thematik vorstellen? Lebenssinn. Fangen wir erstmal damit an, das ist vielleicht am einfachsten als Einstieg. Wir können das ja mal ganz andersherum machen, als wir es bisher gemacht haben, dass jeder hier in der Runde einmal ganz kurz sagt, worin er den Sinn seines Lebens, für die meisten ist das ja eine Zukunftsperspektive, sehen würde. Oder vielleicht auch schon bei anderen gesehen hat. Was wäre, was könnte der Sinn eines Lebens sein, in diesem Falle deines Lebens? Das ist sehr erfreulich, dass das nicht wie aus der Pistole geschossen kommt, sondern dass tatsächlich darüber nachgedacht werden muss. Das deutet zumindest darauf hin, dass es in den Köpfen der hier Anwesenden kein Werbespruch oder eine sonst wie geartete Parole ist, sondern Anlass zum Nachdenken. Piet. Also ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass es schwierig zu sagen ist, weil man natürlich definieren muss, was man jetzt unter Lebenssinn versteht. Und also wenn man jetzt darunter verstehen würde, naja, weshalb dieser Mensch überhaupt geboren wurde oder sonst irgendwas, wenn man das jetzt so sehen würde, dann könnte man jetzt sagen, ja, der Mensch macht irgendwas, keine Ahnung, für irgendeine bestimmte Minderheit oder sonst irgendwas. Und dann würde man das als Lebenssinn bezeichnen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, das zu definieren. Ich muss da noch mal ganz kurz anknüpfen, weil du hast einen, wie ich finde, interessanten Anfang gewählt, nämlich mit dem Hinweis auf das Geborenwerden. Könnte es sein, dass vielleicht schon in der Geburt, in der Existenz eines Menschen so etwas wie seine Sinnhaftigkeit begründet ist? War das das, was dir so durch den Kopf geschossen ist? Ja? Das sollten wir vielleicht im weiteren Gespräch versuchen, ein bisschen mit im Hinterkopf zu behalten, weil ich könnte mir vorstellen, dass es sich lohnt, darauf nochmal einzugehen. Was denken die anderen? Lebenssinn und Sinn des eigenen Lebens? Was gäbe es da für Überlegungen? Wir können ja mal fragen, Harun, hast du bisher, ist jetzt eine gefährliche Frage, hast du bisher ein deiner Meinung nach sinnvolles oder halbwegs sinnvolles Leben geführt? Bis jetzt finde ich, mein Leben macht mich glücklich. Also ja, ich kann sagen, mein Leben hat einen Sinn für mich, dass ich überhaupt leben darf. Auf jeden Fall will ich natürlich irgendwas in meinem Leben leisten. Das ist für mich so der Sinn, zum Beispiel eine Familie gründen, meine Kinder zum Beispiel auf die Schule bringen. Also für mich ist das eher der Sinn, eine, sag ich mal, es weiterzuführen, was ich mache halt. Das ist für mich der Sinn. Auch hier, ich glaube, wir haben es gemerkt, war wieder eine unbewusste, glaube ich, Anknüpfung an eine Aussage von Piet. Du hast gesagt, dass ich leben darf. Das ist sozusagen auch für dich Bestandteil des Sinngehalts. Und das knüpft wieder an das Geborenwerden. Nicht? Also scheint doch mehr Bedeutung zu haben, als wir es uns vielleicht zu Anfang vorgestellt haben. Leon. Also eine Art Lebenssinn, also eine Art Sinn meines Lebens bisher ist auch so, dass ich andere Menschen glücklich machen möchte. Also darin sehe ich noch einen Sinn meines Lebens, dass zum Beispiel, weil ich möchte Schauspieler werden, dass ich dann durch Filme
dann viele Menschen dann versucht, dadurch glücklich zu machen. Wie ist das bei dir, Sebastian? Also ich denke, mein Leben ist bis jetzt, hat bis jetzt seinen Sinn erfüllt. Also bis jetzt bin ich glücklich mit meinem Leben, weil obwohl Schule manchmal ein bisschen anstrengend ist und manchmal auch nervt, muss man eben auch sehen, die Schule ist sozusagen das Fundament für das Glück im weiteren Leben. Und also für mich ist mein Lebenssinn, einfach glücklich zu sein, was zu erreichen. Und das sehe ich für mich als Lebenssinn. Also ja, jetzt wird es möglicherweise etwas komplexer. Ja, schwierig. Ja, ich weiß nicht genau, Lebenssinn so an sich. Für den Menschen, mir kam als erstes Gesundheit in den Sinn. Dafür muss man halt auch schon mal Krankheit erfahren haben. Dass das halt irgendwie zum Glück des Lebens dazugehört, gesund zu sein, vital zu sein. Dann kam ja halt irgendwie Wissen, Neugierde, dass man halt sie auch die Neugierde, ja, gesellschaftliches Schlagwort ist ja häufig lebenslanges Lernen, dass man halt diese Neugierde eventuell nicht verliert, die man als Kind hatte. Ja, ansonsten finde ich den Sinn des Lebens halt schwierig. Auch die Frage selbst ist halt schon mal, also warum stellen wir Menschen uns die Sinnfrage? Also braucht unser Leben überhaupt einen Sinn, wo wir wieder bei der Geburt wären? Was erhoffe ich mir halt auch von der Frage? Also welche Antwort kann ich denn für den Sinn des Lebens finden? Und ja gut, vielleicht ist ja die Antwort, vielleicht macht die Antwort mich halt auch nicht glücklich, die ich finden könnte. Dann haben wir jemanden in der Runde mit ein paar Jahrzehnten Lebenserfahrung. Lässt sich die Frage aus dieser Perspektive einfacher oder schwieriger beantworten? Ich will da mal anknüpfen. Also ich finde die Frage nach dem Sinn auch sehr schwierig, weil sich für mich die Frage stellt, gibt es überhaupt so eine allgemeine Definition für den Sinn des Lebens? Oder ist es etwas, was individuell immer wieder ganz verschieden ist, dass dein Sinn zu leben ganz anders ist als meiner etwa. Also wenn man so die Frage danach stellt, ob ich ein zufriedenes Leben gehabt habe, dann würde ich sagen, ja, wenn man das gleichsetzt mit dem Sinn. Aber wenn man jetzt überlegt, ja, Sinn wofür? Also das ist ja immer, muss ja immer irgendwie einen Bezug haben. Hat mein Leben Sinn dafür gehabt, dass ich irgendwie einen anderen Menschen glücklich gemacht habe? Oder Sinn dafür, dass ich mich dafür eingesetzt habe, dass gesellschaftlich in größerem Umfang irgendwie etwas vorangegangen ist. Und die ökologische Frage, hat es Sinn dafür gehabt, ein Stück weit den Planeten zu retten oder so weiter. Also es sind völlig unterschiedliche Ebenen, auf die sich dieser Sinn beziehen könnte. Und von daher finde ich es auch immer schwierig. Oder müsste man es danach so beurteilen, was jetzt für mich der Bezugspunkt für diesen Sinn eigentlich ist. Vielleicht kann dabei helfen oder die Sache noch verkomplizieren, das wird sich zeigen, wenn wir versuchen, wir waren ja jetzt in der Vergangenheit, war mein bisheriges Leben sinnvoll oder einigermaßen sinnvoll. Einige haben die Vergangenheit dann schon verlassen und den Blick in die Zukunft gerichtet. Wenn man tatsächlich also die Zukunft versuchen würde, stärker in den Blick zu nehmen und auf diesem Hintergrund diese Fragestellung, was macht eigentlich Lebenssinn aus, dann nochmal erneut durchdenkt. Zukunft ist ja auch so ein Wort, das man eigentlich erstmal einer gewissen Klärung zuführen müsste. Zukunft kann die nächste Minute sein, aber auch die nächsten 10 oder 50 Jahre, das lassen wir jetzt mal außen vor und versuchen mal etwas zu machen, was beim Philosophieren häufiger geschieht. Wir machen mal ein Blitzlicht. Blitzlicht kennen ja alle hier in der Runde, weckt Gedankenassoziationen zu einem Begriff, die ganz spontan erfolgen und die deswegen auch immer interessanter sind als das Ergebnis längerer Nachdenkprozesse, jedenfalls wenn man in einer solchen Gesprächsrunde sitzt. Also,
ganz schnell und spontan antworten. Woran denkt ihr, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das Wort Zukunft hört? Wenn ich das Wort Zukunft höre, denke ich natürlich, wie wird die Menschheit irgendwann aussehen, ob es die Menschen noch so geben wird, wie es heute sie gibt oder ob die Welt sich schon verändert hat. Moment überfordert. Zukunft. Also ich denke an mein mögliches späteres Berufsleben. An zukünftige Städte? Auf sich zukommen lassen. Also ich denke bei Zukunft an das, was noch kommen wird. Heißt, wenn ich an die Zukunft denke, also wenn das Wort Zukunft in den Sinn kommt, dann kann das sein, dass ich daran denke, wie wird die Gesellschaft irgendwann mal aussehen oder eben auch, wie wird dann auch zum Beispiel das Glück der Menschen definiert sein oder das oder eben auch an mich selbst, wie werde ich dann und dann sein, welche Ziele werde ich verfolgen. Also eigentlich für die Zukunft, es kann auch sein, dass ich einfach sage, ja, Zukunft kann auch sein, nächste Klassenarbeit. Das ist aber, Zukunft ist immer so ein Begriff, da der ist undefinierbar. Er kann in 10 Minuten sein, er kann in 100 Tagen sein, er kann auch in 2 Jahren sein. Aber wenn ich an Zukunft denke, denke ich immer an viel. Heißt, viel heißt, dass man, also, dass man. Dass man eben daran denkt, was dann in 50 Jahren passieren könnte. Hier ist auch wieder könnte, es muss ja nicht so passieren. Aber ja, ich denke da meistens an ein aufgefächertes Zukunfts. Also wenn ich die beiden Äußerungen von euch mal vergleiche, dann fällt mir auf, dass ihr beide ein großes Thema gewählt habt, gleich zu Anfang, nämlich Zukunft der Menschheit, Zukunft der Gesellschaft. Und dabei kann man natürlich in Tagen, manche tun das ja auch in Minuten oder in einigen Monaten denken, vielleicht wenn es ganz hoch kommt, 2-3 Jahre. Aber man könnte auch langfristige Perspektiven ins Auge fassen, wobei du natürlich auch recht hast mit deiner Feststellung, dann wird alles noch spekulativer, als wenn ich mir die nächsten 10 Minuten vornehme. Es gibt ja nun eine Bewegung, das Thema wurde vorhin gerade schon angesprochen, die das Thema Zukunft sozusagen als Überschrift, als Aufgabenstellung formuliert hat, allerdings nicht in deutscher Sprache, sondern wie es heute weitestgehend üblich ist, in Englisch, also Future. Und somit wissen jetzt alle, was gemeint ist. Hier geht es ja auch um eine Zukunftsfrage. Wenn wir also daran denken, ich greife das nochmal auf, was wird aus der Menschheit, wie wird sich die Gesellschaft entwickeln, damit auch verbunden, was ist meine Perspektive und daran dann auch die Überlegung oder die Fragestellung nach dem Lebenssinn knüpfen. Wenn sozusagen die Gesellschaft, die Menschheit, die Welt keine Zukunft hätte, dann bräuchten wir uns eigentlich über die Lebenssinnfrage nicht mehr länger zu unterhalten, zumindest nicht in dieser Sendung. Also müssten wir vielleicht jetzt an dieser Stelle mal überlegen, was bedeutet denn Zukunft unter dem Gesichtspunkt des Erhalts unserer Lebensbedingungen? Piet und Harun haben vorhin Lebenssinn so in etwa ähnlich anfänglich erklärt, dass wir überhaupt leben können. Wenn also wir auf einem Planeten existieren, dessen Existenz gefährdet ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ob damit nicht sozusagen der Lebenssinn ausgelöscht wäre als Fragestellung. Die Frage also an euch, was wäre denn in diesem Sinne für euch Erhaltung von Lebenssinn in der Zukunft notwendig, und zwar auf dem Hintergrund, sich die Bedingungen, die Leben ermöglichen, zu erhalten und nicht weiter zu zerstören.
Was käme euch spontan in den Sinn? Wir wollen es noch nicht ganz gründlich angehen, sondern vielleicht erstmal so erste Gedankengänge sammeln. Wenn ich das Erste, woran ich denke, halt ist, wenn die Welt halt, also zumindest, sag ich mal, die Erde gefährdet ist, wegen zum Beispiel Klimawandel, ob es da noch einen Sinn gibt, auf der Welt zu leben. Aber da öffnet sich wieder ein ganz neuer Sinn, geboren zu werden. Zum Beispiel genau dagegen was anzugehen, also zum Beispiel demonstrieren oder ich weiß jetzt nicht, was man da alles machen kann, damit sich da was ändert. Da öffnet sich wieder der Sinn, ist man jetzt geboren worden, um genau die Leute zu sagen, jetzt müssen wir alles verändern. Also im Grunde würde ich nicht sagen, dass dann der Lebenssinn weg ist oder sonst irgendwas, sondern ich denke, dass dann man zwar noch leben kann, aber im Grunde, naja, der Lebenssinn, dass man einfach geboren wird und dann lebt, ist im Grunde weg, weil dann hat man ja, man weiß ja im Grunde, dass es irgendwann dann nicht mehr der Fall ist und dass man dann im Grunde alles machen könnte. Man hat dann im Grunde nicht wirklich mehr so Ziele von wegen, ja, ich will mal das und das beruflich machen oder ich will dies und jenes jetzt im Beruf erreichen oder sonst irgendwas, weil das ja irgendwie dann egal ist, weil das ja eh nicht ewig ist, weil man das ja eh nicht wirklich dann irgendwann tatsächlich brauchen kann. Also wenn ich das richtig verstanden habe, würdest du sagen, wenn das Ende des Planeten drohend bevorstünde, dann würde sozusagen jede Diskussion, jedes Nachdenken über die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens entfallen, weil es ohnehin an ein Ende für alle führt. So habe ich es richtig verstanden. Genau. Ja? Dein Gedanke war, man muss dann in der Situation anfangen, alles zu tun, um sozusagen seine Lebensexistenz zu erhalten. Habe ich das richtig verstanden? Nehmen wir doch mal die beiden Positionen, bitte. Also, ich finde, dann ist auch, also ich sehe jetzt auch das Leben, ist der Lebenssinn. Aber der Lebenssinn ist sozusagen, wenn man weiß, der Klimawandel und wenn man es einsieht, dass der Klimawandel durch Menschen verursacht ist, kann man sagen und sozusagen einen Lebenssinn für sich sagen, dass ich geboren bin und dass ich lebe, ist ja mein Lebenssinn in dieser Auffassung. Und dann wäre ja auch, würde ich damit verknüpfen, dass ich sozusagen in meinem Leben dafür kämpfe, dass der Klimawandel gestoppt wird. Das wäre sozusagen dann das, wenn mein Lebenssinn dann zum Beispiel das Leben wäre, dann wäre ja auch mein Sinn eben weiterzuleben. Weil wenn der Klimawandel dann die Erde sozusagen vernichtet, dann würden wir hier ja nicht mehr leben und damit wäre auch der Lebenssinn zu leben ja nicht mehr da. Wir sind jetzt doch auf einem charmanten Umweg zu der Frage gekommen, was eigentlich Lebenssinn ausmachen könnte. Leon, wie siehst du das? Kann ich das noch in Verbindung bringen mit dem? Wie du möchtest. Okay. Ja, also ich würde auch so gesehen sagen, dass ja Lebenssinn nicht nur ist, dass man in dem eigenen Leben einen Sinn sieht, sondern dass man auch in allem Leben, was es gibt, einen Sinn sieht und somit auch dann auch versucht, im Sinne von dem Klimawandel auch alles Leben zu retten. Und selbst wenn wir jetzt hier ja auf der Nordhalbkugel nicht ganz so bedroht sind wie andere Regionen auf der Erde, würde ich mich trotzdem schon für die kümmern, weil das für die halt auch ein großes ausbedeuten würde und dass wir dann halt auch so ein Lebenssinn. Ja, ich finde den Gedanken, also ich muss das gerade vorhin von den beiden, dass ihr euch bei Zukunft überlegt habt, wie die Gesellschaft aussehen wird, fand ich halt ganz interessant. Dann mit deiner Aussage jetzt auch mit dem Zitat, mit dem wir eingestiegen sind von Marx, inwieweit das individuelle Glück und das gesellschaftliche Glück zusammenhängt. Finde die Verbindung gerade sehr, sehr schön, weil wir halt zum Beispiel gegen den Klimawandel, wir können zwar jeder einzeln für sich etwas tun, das wird aber voraussichtlich halt nicht reichen. Wir müssen gemeinsam was dagegen tun und dementsprechend würde ich dann halt
in Verbindung mit dem Zitat dann auch sagen, dass das halt sehr stark miteinander verknüpft ist, die Glück der Gesellschaft und Glück des Einzelnen. Noch eine gute Überleitung, Bernd. Ich denke auch, das war so eine ganz interessante Verknüpfung, dass so mit meiner eigenen Existenz, das damit zusammenhängt, auch mich für die Existenz aller einzusetzen irgendwie. Dass also aus diesem Sinn, den mein eigenes Dasein sozusagen entwickelt, dass daraus entsteht, dass ich also auch überhaupt für die Existenz der Menschen mich einsetzen muss. Das war, denke ich, ist so eine Idee, die man durchaus haben kann, wenn man so an den Sinn des Lebens denkt. Um dann nochmal jetzt auch an Marx anzuknüpfen. Also ich denke, die Aussage, die er so gemacht hat, war ja auch die, dass also der Mensch im Grunde genommen organisiert ist eigentlich als ein Wesen, was in Kooperation mit anderen seine Existenz sichert. Und in dem Maße, wie ich das tue, verhalte ich mich also sozusagen menschengerecht. Und wenn ich davon abweiche, ist das irgendwie ja eine Sackgasse. Und von daher könnte man natürlich auch so ein Stück Sinnhaftigkeit darin sehen, dass man sich so verhält, wie es eigentlich dem Menschen artgerecht wäre. Das ist wie der Fußballer sagen würde, eine Steilvorlage für mich, um eine nächste Fragestellung anzubringen. Ob sie dann zu einem Tor führt oder nicht, weiß ich nicht, aber das wird die Gesprächsrunde zeigen. Die Frage wäre ja, was könnte bzw. müsste man denn tun, um genau, ich bleibe jetzt mal bei diesem gedanklichen Sprung, Lebenssinn zu erhalten. Und da gibt es eine Aussage, die hat mich, als ich die das erste Mal gehört habe, außerordentlich beeindruckt. Das war auf einer Fortbildung, wo ich mal nicht als Täter, sondern als Opfer zugegen war, wo eine Referentin auch über die Fragen ökologischer Lebenskunst, was wir in der letzten Sendung hatten, gesprochen hat. Und die dann auf Folgendes verwiesen hat, und das passt ganz gut, weil wir ja heute eine reine Männerrunde sind. Die hat das Bild des sogenannten ökologischen Fußabdrucks in die Runde gestellt. Einige nicken verständlich, die kennen also diesen Begriff. Und hat gesagt, der aktuelle ökologische Fußabdruck sieht wie folgt aus. Er ist männlich, er ist weiß, er ist gebildet und er ist vermögend. Also nochmal zur Wiederholung, ökologischer Fußabdruck ist männlich, gebildet, weiß und vermögend. Ich denke, diese Metapher, dieses Bild wird von allen verstanden oder müssen wir es noch auseinanderpflücken? Dann wäre nämlich die Frage, wenn dem so wäre, ich formuliere das mal bewusst als Konjunktiv, weil das ist ja eine These, eine Behauptung von dieser Referentin gewesen. Was würde das denn an Konsequenzen für den Erhalt der Welt bzw. für Tätigkeiten, für Aktivitäten zum Erhalt der Welt bedeuten, wenn es wirklich so wäre? Was könnte die Konsequenz oder die Konsequenz sind, wird sicherlich nicht nur eine geben, sein? Oder fragen wir erstmal ganz harmlos, ist es wirklich so? Seht ihr das auch so oder seht ihr es anders? Ja. Ich sehe das ähnlich, weil der Großteil von der CO2-Belastung entsteht ja durchs Autofahren, durchs Fliegen und eben durch Luxusgüter sozusagen, die man dann eben hat. Und zumindest vermögend würde das schon mal zutreffen. Gar einen Haken gemacht, ja. Und dann einmal, wenn man sich auf weiß bezieht, also auf die Hautfarbe, müsste man erstmal sagen, wie sind denn die Wohlstandsverhältnisse auf der Welt? Also es wird wahrscheinlich auch, aber ich denke, dass es mehr, wie heißt, Weiße gibt, die vermögend sind, als
Schwarze. Das ist jetzt, ist jetzt nicht rassistisch gemeint oder so, nein, nein. Aber das ist einfach nur ein Fakt, mhm. wie ich ihn interpretiere. Und dann männlich, die Frage ist schwer zu klären, ob jetzt Männer wirklich mehr CO2 verursachen als Frauen. Darüber lässt sich streiten. Aber das gebe ich dann mal weiter an den Rest der Runde. Sehr klug von dir. Gebildet hast du ausgelassen? Ja, das kommt auch hin, weil gebildet lässt darauf schließen, also durch Bildung werden ja Leute erfolgreich und wenn Leute erfolgreich sind, werden sie vermögend, also ist gebildet da auch mit mhm. drin. Ja, wer möchte sie noch einbringen? Leon. Ja, also ich würde das mit dem Vermögen und gebildet erstmal auszusehen, aber vor allem auch mit dem Weiß, weil es ist ja so, dass eigentlich wirklich der Hauptteil der Emissionen eigentlich hier von der Nordhalbkugel kommen, also von China, USA und von Deutschland eigentlich ja nur ein kleiner Teil. Aber dass das auf jeden Fall auch, oder Saudi-Arabien, dass das auf jeden Fall die Staaten sind, die jetzt am meisten am Klimawandel schuld sind, so gesehen. Also vor allem natürlich die Bewohner davon und die Industrie der Staaten. Und das mit dem männlich, ja, da bin ich mir auch nicht so wirklich, ich glaube das auch nicht so wirklich, dass da jetzt Männer jetzt mehr verursachen als Frauen, also CO2. Piet wägt ab durch. Naja, also ich will den Punkt jetzt gar nicht wirklich aufgreifen. Ich würde dazu jetzt auch noch einen anderen Punkt anbringen wollen, ja. Und zwar die Viehzucht. Denn die bringt ja auch sehr, sehr, sehr viel CO2 hervor. Ich gehe jetzt einfach mal, beziehungsweise ich sage das jetzt einfach mal so, dass auf der Nordhalbkugel auf jeden Fall mehr Viehzucht mit Tieren betrieben werden, die mehr CO2, ich nenne es jetzt mal, ablassen als auf der Südhalbkugel. Also trägt das auch dazu bei, zu dem Punkt Weiß. Mhm. Harun und dann Sebastian. Also diese Behauptung ja mit dem männlich, weiß und so sind ja solche Sachen, die man jetzt sagt, man müsste ihnen das alles in die Schuhe schieben, was natürlich auch dazu beiträgt. Aber natürlich sollte man ja nicht sagen, jetzt nur ein Mann, der jetzt zum Beispiel reich ist, weiß ist, heißt nicht gleich, dass er ein größerer Verbrecher, zumindest in der CO2-Weise, als ein Mensch mit eher dunklerer Haut zum Beispiel kriege, führen auch eher zu großen CO2-Ausstößen. Aber da stellt sich ja wieder die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass überhaupt die Waffen dafür geliefert wurden. Kommt das ja wieder doch auf die Reichen zu. Wer natürlich hat die Macht über die Industrie der Waffen oder der Rüstung oder überhaupt der Ausstattung? Und wer profitiert wieder durch diese Kriege? Zum Beispiel, dass jetzt, sag ich mal, eher westliche Länder dann zum Beispiel Ressourcen aus den Ländern, während sich das Land halt selbst bekriegt, dass zum Beispiel aus anderen, etwas reicheren Ländern, die sich die Ressourcen halt rausnehmen. Aber diese Behauptung, dass es sich auf eine Gruppe ist, das ist schon für mich eigentlich eher eine Unverschämtheit. Mhm. Du kannst gleich weitermachen. Also ich finde, ich sehe es ähnlich wie Harun, dass man es nicht nur auf diese Gruppe beziehen kann. Und da finde ich auch, dass man nicht nur diese Gruppe, die dann eben auch reich ist, anklagen kann, sondern und auch gebildet, dass die pro Kopf mehr CO2 ausstoßen als andere, ist klar, aber nicht, also das ist dann, also andere Menschen, sie müssen ja auch nicht gebildet sein, sie fahren ja trotzdem Auto und sie müssen auch nicht reich sein, um fliegen zu können. Das sind ja alles relativ günstige Preise, sage ich mal. Also Fliegen ist ja auch sehr, sehr günstig, wenn man sich die richtigen Unternehmen raussucht. Und Autofahren. Was ist denn das Lieblingsspielzeug des Mannes? Das Auto. Ist doch so. Okay.
Dann fragen wir doch mal die beiden weißen Männer in unserer Runde, wie sie die Problematik sehen. Wer möchte anfangen? Ja, als Umkehrschluss von der Aussage der Referentin müsste ich ja dann sagen, um das aufzuhalten, dann darf ich nicht männlich sein, dann darf ich nicht weiß sein, dann sollte ich mit meinem Studium aufhören, weil gebildet sollte ich dann ja auch nicht sein. Gut, reich bin ich jetzt als Student nun mal nicht, das können wir schon mal ausklammern. Aber sie hat halt natürlich mit dem männlich, glaube ich, im gesamtgesellschaftlichen Kontext halt auf jeden Fall recht, weil das jetzt ja schon mehrfach diskutiert wurde. Wir leben in einer immer noch sehr männerdominierten Welt. Daher die letzten Jahrzehnte die Menschen, die halt am meisten CO2 ausstoßen, vermutlich dann die Männer sind. Und ich fand den Einwand von Piet auch noch wichtig, dass es halt auch der Fleischkonsum ist, dass es halt vor allen Dingen die Tierzucht ist, die halt viel CO2 einfach verursacht. Und demnach ich halt auch als weißer Mann, weißer gebildeter Mann hoffentlich, doch auch in dem Teil dazu beitragen kann, den Ausstoß halt zu verringern. Und das nicht nur, indem ich aufhöre zu fliegen, sondern auch durch meine alltäglichen Gewohnheiten, mal mit dem Rad zur Uni zu fahren oder zur Arbeit zu fahren. Und da finde ich halt zum Beispiel, würde ich halt das Argument, dass es halt gebildete Menschen sind, die halt viel CO2 ausstoßen, widersprechen, weil die gebildeten Menschen, also auch die Wissenschaftler in unserer Gesellschaft, sich ja doch sehr dafür einsetzen, dass das endlich aufhört und dass die halt auch schon Maßnahmen in ihren Alltag ergriffen haben, um weniger CO2 auszustoßen. Ja, es gibt ja so den Begriff der exklusiven Gesellschaft, worunter so verstanden wird, dass so die entwickelten Industriestaaten, also vor allem hier bei uns im Westen, sich ihren Lebensstandard nur dadurch sichern können, dass sie auf Kosten anderer Länder leben. Und ich denke, da ist also durchaus etwas dran, dass das so ist. Also wenn man das sich so anguckt, kann man schon sagen, die meisten Umweltschäden werden natürlich durch die hochindustrialisierten Länder verursacht, da gehört die Landwirtschaft wahrscheinlich auch mit dazu, weil die unterdessen ja auch in der Massentierhaltung, die hat sich hier in unserer Region ja auch stärker entwickelt als in anderen Ländern. Also denke ich, dass das so vom Groben zunächst erstmal zutrifft. Bei uns in diesen Ländern sind natürlich vor allem weiße Menschen, die das betreiben, wo ich also jetzt nicht so sicher wäre, also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt an Männer, Frauen koppeln wollen oder an den Bildungsgrad, weil ich denke, viele Akademiker sind heute wahrscheinlich auch nicht unbedingt vermögend, sondern haben auch zum Teil eher prekäre Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse, sind also durchaus nicht dahin abgesichert, dass das also zu Vermögen führen muss. Ich denke, das ist wahrscheinlich eher auch so ein historischer Begriff, dass es ursprünglich vielleicht mal wirklich so gewesen ist, dass man durch Bildung dann eben auch eher die Chance hatte, zu denen dann zu gehören, die auch den gesamten Ablauf in unserer Gesellschaft bestimmen können. Und daran würde ich es eigentlich eher so festmachen, wer sind eigentlich diejenigen, die davon am meisten profitieren oder die das bestimmen, dass das in unseren Gesellschaften so läuft, wie es läuft. Die zu Anfang erwähnten Top-Entscheider. Genau. Leon. Also wenn ich mir jetzt nochmal die Kohleindustrie vor Augen halte oder die Industrie mit den fossilen Rohstoffen, dann kann ich der Referentin mit dem weiß und männlich höchstens zustimmen, aber auf jeden Fall nicht mit dem vermögend und reich, weil oft sind es ja auch die Mittelverdienenden, zum Beispiel, ich habe das mal mitgekriegt, in Sachsen, die sich dann beschweren, die nicht ganz so viel Geld kriegen. Wenn man als Kohlearbeiter da jetzt arbeitet, ist man klar nicht so vermögend. Und dass es ja dann auch gerade die sind, die nicht so vermögend sind und gebildet ist jetzt halt so eine Frage, die halt nicht so vermögend sind, dass die eben halt, indem sie in diesen Kohlekraftwerken arbeiten, dass die da auch sehr viel Mitschuld haben an dem hohen CO2-Ausstoß. Und männlich sind sie ja meistens Kohlearbeiter und Also Marc hatte ja gerade eben einen Beitrag geliefert, also dass gebildete Leute ja eher dann auch was dagegen tun würden. Aber viele gebildete Leute, obwohl sie vielleicht auch Studium und so gemacht haben, kommen nicht aus ihrer Komfortzone raus.
also jeder... Kommen nicht aus ihrer Komfortzone. Ja, nicht. Ah, ja. Okay. Und zum Beispiel, jeder fährt lieber mit dem Auto, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Und das ist eben dann, obwohl sie wissen, ja, das ist jetzt eigentlich schädlich für die Umwelt, tun sie es trotzdem. Also sie tun bewusst das Schädliche. Und natürlich, ich würde jeden Morgen mit dem Auto zur Schule gefahren worden. Also ich würde mir wünschen, ich würde eigentlich jeden Morgen gerne mit dem Auto zur Schule fahren. Aber ein Fahrrad ist eben umweltschonender. Und solange es kein Glatteis ist, geht das ja. Also, dass sozusagen auch gebildete Menschen auch, wie heißt es, ja, dann eben zu den CO2-Verursachern gehören, auch zu einem großen Teil, da ja auch gerade in den großen Industrieländern ja auch der Großteil gebildet ist, weil ja hier in Deutschland ist es so, dass es eine Schulpflicht gibt. Würde es die Schulpflicht nicht geben, wären viel mehr Prozent ungebildet. Mhm. Und da wäre es dann eben nicht drauf zurückzuschließen. Ich glaube, die letzten Beiträge haben uns noch auf ein abschließendes Thema gebracht, nämlich die Frage, wenn also diejenigen, die Verantwortung tragen, diejenigen, die Verursacher und Verursacherinnen sind für mögliche Probleme im Hinblick auf die Existenz dieses Planeten, dann sind vielleicht auch viele, wenn nicht unbedingt alle, aber doch viele angesprochen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was tun, um den Planeten zu erhalten. Und da will ich zum Schluss mal auf ein Buch verweisen, das zu der Zeit, als ich noch studiert habe, und das ist mehr als 50 Jahre her, einen großen Eindruck in der zumindest studentischen Welt hinterlassen hat, von einem gewissen Herbert Marcuse, Titel Der eindimensionale Mensch. Und dort hat er auch schon gesellschaftliche Situationen analysiert und thematisiert, wie wir sie heute ebenfalls antreffen. Und dann eine Parole, eine Losung oder wie man immer das nennen möchte, ausgegeben, die lautete: Verweigert euch. Und da war die Frage, wem oder was gegenüber oder wessen gegenüber sollen wir uns denn nun eigentlich verweigern? Und ich bringe mal hier aus einem Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, etwas, was da vielleicht helfen könnte. Da geht es darum, ob für ein selbstbestimmtes, kreatives und erfülltes Leben es notwendig ist, sich mittlerweile, so heißt es hier im Halbjahresrhythmus, ein neues Handy zu kaufen. Ob das Lebensglück davon abhängt, dass es die mittlerweile 237. Joghurtsorte gibt, die gerade neu im Kühlregal der Supermärkte aufgetaucht ist. Und ob der Billigflug nach London für einen 6-stündigen Shoppingaufenthalt etwas Lebenssinn-Konstituierendes und Erstrebenswertes wäre. Wenn man das jetzt mal so als Hintergrund nimmt, dann wäre natürlich die Schlussfrage eigentlich die, was wäre denn aus eurer Sicht, wenn ihr euch überhaupt mit dieser Losung verweigert euch identifizieren könnt, ein Punkt, ein Gegenstand, eine Haltung, eine Handlung, wo man sagen müsste, hier wäre Verweigerung dringend notwendig, um einen Beitrag zur Rettung des Planeten zu leisten. Leon fängt an. Also zum Beispiel jetzt, das hatten wir ja vor ein paar Wochen, weiß gar nicht mehr, Black Friday. Das könnte man zum Beispiel verweigern, weil da echt so viele Klamotten, so viel verkauft wird und wie sonst nie verkauft wird. Und man macht sich ja keine Gedanken darüber, also die Regale leer kaufen, macht sich gar keine Gedanken darüber, was die Klamotten vielleicht für einen Weg hinter sich haben, ob das jetzt Flugware oder Schiffware ist. Und deswegen würde ich auf jeden Fall
Black Friday dann verweigern. Da hätte ich auch schon die passende Losung. Stellt euch vor, es ist Black Friday und keiner kauft ein. Also, ich würde sagen, ich würde mich dem Importhandel verweigern, weil zum Beispiel, wozu braucht man jetzt jede Woche Ananas? Das wird ja wo ganz anders als hier. Sogar muss eigentlich mit einer Flugreise importiert werden, damit wir es essen können. Und wenn man mal davon ausgeht, ja, wie viel kostet denn die Flugreise, aber wie umweltschädlich ist es? Ich denke, dass Ananas ist ja schon deutlich teurer als ein Apfel, wenn man die Grammzahl sagt, also wenn man die vergleicht. Aber lohnt es sich denn auch dann die beim günstigen, beim Discounter einzukaufen, wo die Früchte aus Südamerika kommen, anstatt bei woanders oder direkt beim Hof aus in der Nähe, wo man weiß, die bauen das selbst an, die ernten das selbst und dass die dann eben auch die Qualität aufweisen. Also ich würde mich dann der Importware und dem Discountpreisen einfach verweigern. Piet. Also ich würde jetzt gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den du in der letzten Runde gebracht hast, und zwar das Autofahren. Dass man da auf jeden Fall das auch verringern kann, dass man weniger Auto fährt, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine kurze Strecke fährt, dass man die dann auch mit dem Fahrrad überwältigt, also die Strecke dann mit dem Fahrrad fährt. Und da gab es ja jetzt auch schon dieses Thema SUV, dass viele ohne wirklichen Grund in der Stadt einfach nur Prestige wegen ein SUV fahren. Und die haben dann noch einen größeren CO2-Ausstoß als andere Fahrzeuge zum Beispiel. Und da würde ich dann auch sagen, dass man da dann ansetzen könnte und das dann einfach lassen könnte. Aaron, dich zu verweigern. Ich sage jetzt nicht Schule. Daran habe ich gerade gedacht. Aber der Weg mit den Bussen kann auch manchmal so dazu kommen. Okay. Aber da gehen wir jetzt mal nicht so tiefer rein. Aber so, das, ganz genau fällt mir jetzt da gerade nicht so schnell was ein. Eigentlich hätte ich auch Import eigentlich zuerst gesagt, aber weil das ja schon aufgegriffen wurde, würde ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Was könnte man verweigern? Können erst mal andere hören. Ja, ich würde, schwierig. Mir kam jetzt gerade noch mal, mich gewissen Arbeitsbedingungen zu verweigern in den Sinn, weil gerade mit dem Importhandel oder mit den Flugreisen, alles, was billig ist, wir hatten das auch vorhin schon aufgegriffen, dass wir halt der Reichtum, den wir haben oder den Lebensstandard, den wir in der westlichen Welt oder auf der Nordhalbkugel halt haben, beruht halt darauf, dass wir andere Menschen zu Lebensbedingungen arbeiten lassen oder zu Arbeitsbedingungen arbeiten lassen, die wir selber für uns nicht akzeptieren würden. Und ich musste da vorhin auch schon mal dran denken, wenn ich jetzt in unserer heutigen Gesellschaft, also jetzt hier in Deutschland, mich halt auch einfach gewissen Arbeitsbedingungen, die halt Stress, Beschleunigung, viele Berufsreisen erfordern und so weiter und so fort, dass ich mich dem halt auch einfach bewusst verweigern kann, dass ich sagen kann, so diesen Job mit diesen Bedingungen möchte ich nicht mehr machen. Wie sieht das Verweigerungsbedürfnis bei einem Rentner aus? Das ist zwar jetzt nicht mehr so aktuell, aber mir fällt da der Militärdienst zum Beispiel ein. Früher gab es ja mal Kriegsdienst. Genau. Harun, ist dir noch was eingefallen? Muss nicht? Leider nein. Ja. Sind ohnehin am Zeitlimit schon ein bisschen drüber, fürchte ich. Aber ich denke, wir dürfen noch einen Gedanken, wenn er kurz ist, zulassen. Ja, ich würde mich zum Teil auch der Schule verweigern, weil unsere Schule gibt sich als Umweltschule aus. Aber es gibt Lehrer, die benutzen nicht das Buch, die benutzen nicht die vorhandenen Materialien, die für jeden Schüler angeschafft werden sollen, sondern geben Arbeitszettel heraus. Und das finde ich umweltschädlich, weil Papier in der Herstellung CO2 verursacht und für Papier Bäume abgeholzt werden.
Und dann kann man auch nicht kommen und sagen, ja, das ist ja alles Recyclepapier. Erstmal müsste man sich dann die Unterlagen von vor ein paar Jahren angucken. Wenn die billig Recyclepapier verwendet haben, werden die Blätter komplett braun. Mein Vater hat da ein böses Erlebnis mitgemacht, dass diese Zettel dann nach einer gewissen Zeit färben. Und aber meistens wird dann neues Papier verwendet. Und dann pro Klasse bezahlt jeder 15 Euro fürs Kopiergeld. Dafür, dass eben kopiert wird. Aber wieso benutzt man nicht einfach die Arbeitshefte oder einfach die Bücher? Genau. Damit haben wir noch ein Thema zum Schluss aufgegriffen, sich zumindest in Teilen der Schule zu verweigern, was bestimmt nicht bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern große Begeisterung auslösen wird. Aber das ist ja auch nicht die Absicht dieser Runde, in keiner Sendung gewesen. Sondern wir wollten versuchen, durch eigenständiges Denken, durch Selberdenken, selbst schlau zu werden, was das Ziel des Philosophierens ist, und zum anderen eben auch durch unsere Gedanken andere anzuregen, ins Nachdenken, in Situationen zu kommen, wo man den eigenen Lebensvollzug reflektiert, vielleicht auch kritisch reflektiert. Wenn uns das in Teilen gelungen ist, dann war diese Sendereihe sicherlich nützlich. Ich danke den Beteiligten für ihre Beiträge, für die anregende und angeregte Diskussion. Und den Black Friday haben wir schon abgehandelt. Wir widmen uns, glaube ich, dann lieber den künftigen Fridays for Future. Also in diesem Sinne vielen Dank.